prepared. From the outermost edges of space, an absolutely must see. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil zum Grundkurs von Final Cut 10 und Motion 5. Und heute werden wir eine etwas kompliziertere Sache machen. Und ich hoffe, es ist für den nächsten Teil, den wir hier vorhaben, nicht zu kompliziert, gerade am Anfang. Aber wir machen diesen Ausflug mal. Vielleicht seht ihr dort auch schon, was plötzlich mit Motion möglich ist. Und wir werden dann in den nächsten Teilen auch wieder etwas einfachere Themen sicherlich machen. Aber ich möchte diesen Ausflug doch mal machen, um zu zeigen, welche mächtigen Tools ihr hier an die Hand gelegt bekommen habt. Und zwar geht es um unseren Effekt. Wir haben ja hier diesen Schriftzug eingefügt und mit dieser Animation versehen. Und den finden wir ja hier auf dem Texttool. Ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Texttool Arcada Club. Name, dort haben wir den ja erstellt. Hier sehen wir noch in einer anderen Schrift und grün. Und wir drücken jetzt die rechte Maustaste und sagen in Motion öffnen. So, und jetzt haben wir hier unseren Text. Jetzt starten wir mal mit ein paar Erklärungen. Und zwar haben wir ja hier die Animationsfelder Deal In und Deal Out. Das ist ja unsere vorgefertigte Animation, wo hier diese Buchstaben eingeblendet werden und wieder ausgeblendet werden. Und die löschen wir jetzt mal. Ich klicke dazu hier in diese Zeile dieser Ebene Deal In und drücke die Entferne-Taste. Und auch bei Deal Out drücke ich die Entferne-Taste und entferne das. Jetzt bleibt also nur noch die Textebene Name hier stehen. Und jetzt müssen wir uns mal ganz kurz mit ein paar Dingen beschäftigen. Und zwar sind das die sogenannten Keyframes. Ihr könnt auf jedem dieser Zeitpunkte, die wir hier haben, einen solchen Keyframe setzen. Nicht wundern über den Begriff und was das ist. Ich werde euch das gleich zeigen. Zunächst einmal klicke ich hier auf die Ebene, auf der unser Text steht und klicke mal hier auf die Informationen und dort in den Registerreiter Eigenschaften. Und wir haben hier die sogenannten Transformationseigenschaften. Wenn ich mal den Pfeil nach unten klicke, dann seht ihr hier die X-, Y- und Z-Position unseres Objekts. Z macht im Moment noch gar keinen Sinn, weil wir uns nicht im dreidimensionalen Raum befinden. Wir sind derzeit nur in der zweidimensionalen Ebene. Aber wir haben hier den Y-Parameter, also diese Achse hier und diese Achse. Und ich gehe mal hier an diese Stelle und halte die Maustaste mal über der 0 gedrückt und bewege die dann mal nach oben und nach unten. Und ihr seht, wie hier mein Text die Position verändert. Ja? Und ich mache jetzt einen Doppelklick und gebe hier wieder die 0 ein. Und damit stehe ich wieder auf der Grundlinie und der Grundposition. Soweit dazu. Man kann also bestimmte Parameter verändern. Und das Tolle ist, dass ich jetzt hier zum Beispiel ganz an den Anfang des Filmes fahre mit diesem Symbol hier. Und ich kann nun auf dieses Pluszeichen hier klicken und einen sogenannten Keyframe hinzufügen. Also genau an der Stelle, wo jetzt die Abspielposition ist, füge ich diesen Keyframe hinzu durch das Drücken dieser Plus-Taste. Und ihr seht, wir haben jetzt einen solchen Keyframe auf der X-Achse. Die Zahl ist nämlich jetzt rot dargestellt und wir sehen auch orange hier diesen Keyframe dargestellt. Wir sehen ihn allerdings hier nirgendwo in der Leiste. Wir müssen uns im Moment nur eben merken, dass wir den hier an den Anfang gesetzt haben. Und nun gehe ich an das Ende oder nicht ganz so weit ans Ende. Ich gehe mal hier so bis zu dieser Position. Und nun werde ich die X-Achse verändern. Ich werde den Text hier hinten hinschieben. Ganz raus, ja, bis dahin. Und werde auch an dieser Stelle einen Keyframe setzen, beziehungsweise das muss ich gar nicht machen, weil Motion 5 weiß, dass ich ja eben einen Keyframe schon gesetzt habe und hier jetzt wahrscheinlich den nächsten Keyframe setzen will. Deswegen habe ich jetzt genau an der Stelle auch diese Position hier, die rote Schrift und diesen orangen Keyframe-Anzeiger, ja. Schaut mal auf dieses Symbol hier unten. Wenn ich da drauf klicke, dann kann ich diese Keyframes anzeigen lassen. Und wir sehen jetzt hier diese roten Pünktchen. Das sind diese Keyframes. Ich habe also einen hier am Anfang stehen und einen hier am Ende. Und wenn ich jetzt hier mal auf diesen kleinen Pfeil klicke, der jetzt blau aufleuchtet, neben diesem Keyframe-Symbol, dann kann ich an den ersten Keyframe springen und hiermit wieder an den anderen Keyframe springen. Also, damit kann ich mal ganz schnell an die einzelnen Stellen des Keyframes springen. Und wenn ich jetzt die Animation abspiele, dann passiert Folgendes. Final Cut wollte ich schon sagen. Motion animiert genau diesen Bereich. Er fügt im Grunde genommen die ganzen Animationsschritte, die notwendig sind, um eben von dieser Position zu dieser Position
den Text zu bewegen, den fügt es hinzu. Und damit habe ich eine Animation hinzugefügt. Und das ist ja schon mal eine schöne Sache. Man kann also quasi den Anfangszustand eines Objektes definieren und den Endzustand eines Objektes und bekommt damit dann eine Animation hin. Und das können wir natürlich auch in die andere Richtung machen. Wir können zum Beispiel auch sagen, wir gehen an das Ende, also jetzt genau die Position auf diesem Keyframe, und wir drehen das Ganze mal um. Wir schieben den Text in diese Richtung raus. Und jetzt gehen wir hier wieder an den Anfang der Abspielposition und gucken mal, was passiert. Der Text wird rausgeschoben. Okay, wenn ich diesen Keyframe anklicke, dann leuchtet er weiß auf. Ihr seht das hier. Dann kann ich den jederzeit auch löschen. Das mache ich jetzt auch mal. Ich lösche den Keyframe und ich lösche den lasse ich jetzt stehen an der ersten Position. Ich habe also jetzt derzeit keine Animation mehr. Ich gehe jetzt zum allerersten Keyframe und sage, dass die X-Position aus dem Fenster herausgeschoben starten soll. Also hier aus dem Bildschirmrand herausgeschoben, da wo mein Name noch nicht zu sehen ist, da beginnen wir die Animation. Dann fahren wir in der ersten Sekunde, und jetzt kommt noch ein Trick, wenn ihr hier oben reinklickt, Doppelklick, dann könnt ihr hier eine 1 eingeben und dann springt ja hier zum ersten Frame und 100 zur ersten Sekunde. Ja, ihr springt automatisch zu diesen Zeiten. Das ist also auch sehr gut, um hier genaue Daten eingeben zu können, also genau eine Sekunde oder zwei Sekunden weiter zu springen. So, und an dieser Stelle fügen wir auch ein Keyframe hinzu. Wir könnten das Pluszeichen drücken, aber da wir schon ein Keyframe gesetzt haben, weiß Motion 5, dass wir einen weiteren hinzufügen wollen. Und nun schiebe ich das Objekt mal hier auf die Position 0. Ja, da kam ich ja mal her. Und weil das hier so ein bisschen schwierig ist, mit der Maus auszuwählen, mache ich einen Doppelklick rein und gebe den Wert einfach ein. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Von dieser Stelle bis zu dieser Stelle hat eine Animation stattgefunden. Jetzt möchte ich hier 2 Sekunden lang diesen Text stehen lassen und ab der 3. Sekunde setze ich jetzt einen Keyframe. Ab dieser Stelle, das ist ganz wichtig, dass wir hier nochmal die Stelle zwischenspeichern, bis zum Ende, ja, hier wieder ans Ende gesetzt und hier wieder einen Keyframe hinzugefügt und diese Position gebe ich auch wieder an. Soll der Text wieder herauswandern. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann haben wir hier einen Effekt vollzogen. Der Name wird reingeschoben, der Name wird 2 Sekunden lang angezeigt und dann wird er wieder rausgeschoben. Mit diesen einfachen Tricks kann man erstaunlich komplexe Animationen erstellen und wir werden in weiteren Teilen auch noch schauen, wie wir diese Animationen noch weiter beeinflussen können und sogar in einem dreidimensionalen Raum mit richtigen Kamerafahrten und Lichteffekten versehen werden. Aber das ist schon sehr komplizierte Materie. Wir fangen mal mit diesen einfachen Sachen an. Und zu den Keyframes gibt es noch so viel zu erzählen, dass wir die Zeit nutzen, um das auch zu machen. Ich halte den jetzt mal an und wir werden jetzt hier mal auf einen dieser Keyframes, ich nehme mal diesen hier, mit der rechten Maustaste draufdrücken. Und dann lassen wir uns diesen Keyframe mal im Keyframe Editor anzeigen. Also hier klicke ich drauf und nun kommt noch ein lustiges Bildchen hier rein. Hier seht ihr nämlich im Grunde genommen den Ablauf der Animation. Also wir sehen genau, wie von der unteren Position, der X-Position bis auf diese X-Position der Text eingeblendet wird. Dann bleibt er auf dieser X-Position stehen und wandert hier runter. Diese Anzeige ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir sehen auch hier, dass der Keyframe der Lila, ne, eben diese Transformation für die X-Position ist. Ich kann den hier anklicken und dann sehen wir hier auch abgebildet diese ganzen Werte. Wir können auf dieser Ebene auch diese Keyframes beeinflussen, aber ich sage das gleich schon, das ist ganz schön kompliziert, geht meistens in die Hose, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Man kann das hier verschieben, ich kann zum Beispiel hier diese Änderung vollziehen, aber ich mache mal wieder mit Command Z alles rückgängig, wir machen das immer lieber nicht. Wir werden diese Keyframes auf andere Art manipulieren, auf mathematischen Wege, aber auch dazu später. Ich will nämlich eigentlich was anderes zeigen. Vielleicht habt ihr es gesehen, die Animation läuft sehr komisch ab, also was heißt komisch, sehr unnatürlich. Der Text wird so linear reingeschoben, also es findet keine Beschleunigung der Animation statt und keine Verlangsamung. Das macht die Animation ein bisschen 0815 mäßig. Wenn wir da ein bisschen Dynamik reinbringen, dann geht das Ganze schon besser. Und das können wir machen, indem wir an diesem Keyframe mal hier klicken und die rechte Maustaste drücken und dort sagen, wir möchten hier diesen
Keyframe an der Stelle dann verlangsamen. Das drücke ich jetzt. Und diesen Keyframe hier unten, da drücke ich die rechte Maustaste und sage, den möchte ich beschleunigen. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, das ist auch zu sehen. Ja, der Text wird beschleunigt und zum Ende, wenn wir an diesen Keyframe ankommen, dann wird die Animation verlangsamt. Seht ihr das? Es wird also jetzt etwas schneller die Animation gestartet und am Ende dann ja, diese Verlangsamung reingebracht. Und hier kann ich jetzt auch eben sagen, wir wollen verlangsamt wieder starten und zum Schluss wollen wir beschleunigen. Und nun sehen wir auch hier diese Kurve und jetzt wird es ja, immer schneller im Grunde genommen ausgeblendet. Die Animation kommt rein und sie kommt raus. Also mit dieser Art der Beschleunigungen kann ich hier einiges machen. Wir können auch beide Punkte beschleunigen. Wichtig ist vielleicht nochmal auch hier auf die Interpolation einzugehen. Denn wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können konstante Läufe nehmen, lineare Läufe. Wir können aber auch sogenannte Bezier-Verläufe machen. Das klicke ich jetzt hier auch mal an. Dann haben wir hier zwei Parameter, mit denen wir diese Kurve beeinflussen können. Und ihr seht, wenn ich hier nach oben ziehe, dann bewegt sich der Text noch so ein bisschen auf dieser X-Achse. Das ist nicht gewollt, deswegen Command-Z, das wollen wir wieder rückgängig machen. Aber wir können ja mal an dem Rädchen auf der Seite drehen und dann sehen wir, ja, wie so eine Art Federeffekt entsteht. Also der Text kommt reingeflogen, geht etwas übers Ziel hinaus und fliegt dann wieder quasi so an seine ursprüngliche Position zurück. Das liegt eben daran, dass wir die Kurve hier über diesen Punkt hinausgeschoben haben und dann geht sie so ein Stück zurück. Das passt jetzt für den Effekt auch nicht so ganz toll, aber damit kann man später wunderbare Animationen machen, wenn man zum Beispiel, ich drücke mal Command Z, um das rückgängig zu machen, wenn man später mal Bälle zum Beispiel ja, hüpfen lassen will, dann braucht man solche Federeffekte oder andere Geschichten, die man gerne haben möchte. Also auch da kommen wir später zu. Wichtig ist also, diese Punkte hier zu kennen, diese Interpolation. Das sind eben Kurven, diese Bezier-Kurven. Und Bezier-Kurven sind immer Kurven, die aus drei Punkten bestimmt werden. Nämlich einmal diesen Punkt, an dem wir starten. Und dann diese zwei äußeren Punkte, die die Kurve beschreiben. Ihr seht das, wenn ich hier dran ziehe, dann beschreibt dieser Punkt die Kurve. Und ich kann das jetzt hier mal machen. Ich kann den mal hier nach unten schieben. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Hat die Animation angehalten. Ja, jetzt habt ihr gesehen, kommt sehr langsam reingeflogen und dann zum Schluss wird es ganz schnell. Ja, also das ist genau so ein Effekt, den wir jetzt vielleicht nicht haben wollen. Wenn wir jetzt aber an dem Punkt hier mal drehen und sagen, wir starten mit einer hohen Beschleunigung und dann wollen wir verlangsamen, dann haben wir den Effekt deutlicher hervorgehoben. Also an dieser Stelle, das so einzustellen, ist gar nicht so verkehrt. Also wir haben dann zum Schluss eine schöne, langsam auslaufende Animation, während am Anfang das relativ schnell hier reinfliegt. Und genauso können wir es am Ende hier machen. Da haben wir allerdings den Typ Bezier-Kurve noch nicht. Deswegen haben wir diese drei Punkte noch nicht, also rechte Maustaste. Und auch denen auf Bezier hier umändern. Und da wollen wir das Gleiche. Der soll langsam rausgehen und zum Schluss dann immer schneller aus dem Bild verschwinden. So, und jetzt seht ihr, so langsam kommt hier so ein bisschen Dynamik in die Animation rein. Und das ist immer recht wichtig, dass man später diese Animationen halt ja mit diesen Punkten hier tatsächlich ein bisschen beeinflusst und deren Verhalten so ein bisschen natürlicher aufbaut. Also jetzt haben wir hier so fast einen schönen Federeffekt hinbekommen. Wir können natürlich das Ganze auch umändern, die Interpolation auf linear wieder ändern und dann werdet ihr jetzt sehen, dann gibt es da keine Beschleunigung, gar nichts. Der läuft also ganz langsam und ganz linear ab. Also das ist vielleicht auch nicht das, was man sich wünscht. Und dann gibt es hier noch andere logarithmische und so weiter. Das wollen wir jetzt erstmal noch nicht einstellen. Wir bleiben bei dieser Bezier-Animation. Und wir haben dadurch heute die Keyframes kennengelernt, den Keyframe Editor. Das ist nämlich tatsächlich dieses kleine Fensterchen hier. Wobei, noch ein Tipp, man kann die Fenster hier alle verschieben. Wenn wir hier an den Rand gehen, können wir das Animationsfenster verschieben, haben hier mehr Platz und können den Keyframe Editor höher ziehen und umgekehrt, wir können das natürlich alles wieder kleiner ziehen und so Platz schaffen. Meine Empfehlung ist erstmal, diesen Keyframe-Editor wieder auszublenden. Also den können wir, glaube ich, hier drüber ausblenden. Ich bin mir gar nicht sicher, diese Symbole sind auch immer lustig. Da muss ich auch selber nochmal überlegen. Nein, jetzt habe ich die gelöscht. Command-Z, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Nein, hier drüber, da haben wir ihn ja auch eingeschaltet. Blödsinn. Nein, das waren die Keyframes, die wir eingeschaltet haben. Seht ihr? Hier ist nämlich noch ein Symbol angekommen. Dieses hier, das ist es. Damit kann ich diesen Keyframe-Editor ausschalten. Ja, und hiermit kann ich, glaube ich, die Timeline, nein, das weiß ich auch nicht so genau, hiermit konnte ich die Keyframes ausschalten. Man kann diese Timeline auch noch ausschalten. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht so wichtig, dass man das alles jetzt genau weiß. Ihr seht, ich klicke hier manchmal auch noch wild drauf rum
und suche noch meine Sachen. Also hier unten dieses Symbol zeigt den Keyframe-Editor und wenn man ihn wieder wegklickt, dann ist er weg und guck mal gerade, ja hier blendet man diese ganze Timeline unten aus und das wollte ich eigentlich zeigen, denn ihr seht, die Animation läuft jetzt wesentlich flüssiger, denn dadurch, dass unten noch diese Timeline mit animiert werden muss, ja, wird die Animation da oben so ein bisschen ruckelig. Ihr seht das, das sieht nachher im fertigen Film mal besser aus, aber wie gesagt, der Rechner muss hier viel animieren. Schaltet die kurz ab mit dem Symbol und dann schaut ihr sie euch nochmal an und dann seht ihr, jetzt läuft das hier alles ein bisschen flüssiger und so, wie es später aussehen soll. Okay, fassen wir zusammen. Man kann also Animationspunkte, sogenannte Keyframes, setzen an verschiedenen Stellen. Und man kann eben diese Position dazu nutzen, um eine Animation herbeizuführen, nämlich indem man eine Position speichert, dann den Zustand der nächsten Position speichert, ja, und alles andere macht Motion 5 dazwischen und berechnet eben diese ganze Animation. Und wir können eben noch Parameter eingeben, dass wir solche Beschleunigungseffekte, wie wir sie hier oben jetzt sehen, auch erreichen können. Ich gebe es zu, ihr müsst damit mal ein bisschen rumspielen, denn das braucht ein bisschen Übung. Die ersten Animationen, die sehen erfahrungsgemäß nicht so ganz prickelnd aus. Man verstellt zu viel, man arbeitet an zu vielen Parametern. Also mein Vorschlag ist tatsächlich hier vielleicht erstmal nur eine dieser Achsen zu verändern. Man hat natürlich die Möglichkeit später, und das zeige ich euch mal, hier auf den ersten Frame zu gehen. Also ihr seht immer, wenn ich den Pfeil drücke, gehe ich einen Keyframe weiter. Jetzt bin ich hier am ersten Keyframe. Und da könnte ich einen weiteren natürlich dazu nehmen, zum Beispiel hier die Deckkraft. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, an der Stelle füge ich diesen Parameter auch noch hinzu. Und zwar möchte ich, dass die Deckkraft 0% ist. Und wenn ich dann eingeblendet hier diesen Text habe, dann soll sie 100% sein. Im Moment ist sie noch 0%, weil er das noch nicht übernommen hat für diesen Keyframe. Jetzt setze ich den Keyframe auf 100%. Ja, und damit habe ich hier so eine Einblendung vorgenommen. Ihr seht, hier wird er ausgeblendet. Wenn wir jetzt also starten, wird von 0 auf 100 die Deckkraft erhöht. Also wir machen das mal und dann seht ihr, hier wird er eingeblendet. Und jetzt können wir zu diesem Keyframe gehen, setzen hier auch einen 100%igen Deckkraft rein, gehen ans Ende, und setzen hier ein Keyframe mit 0%. Und dann haben wir diesen Effekt, dass der Text eingeblendet wird in der Animationsphase und auch wieder ausgeblendet wird. Ihr merkt, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, die Animation zu beeinflussen. Wenn ihr mal hier schaut, wir haben noch Rotationsmöglichkeiten, Skalierungseffekte, Scherungen, Ankerpunkte können wir setzen und so weiter und so fort. Wir werden wirklich noch eine ganze Menge an diesen Parametern rumspielen. Das soll es aber erstmal gewesen sein, um euch kurz diese Keyframes und die Animationsmöglichkeiten zu zeigen. Wie gesagt, spielt rum, übt damit ein bisschen, je fitter werdet ihr und in den nächsten Teilen schauen wir uns weitere sehr verrückte Sachen an. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal gerne, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, meldet euch auch gerne. Ich versuche dann auf diese Fragen einzugehen.